Und dann gibt es auch noch eine zweite Nachricht, die einen mehr oder weniger ratlos zurücklässt. Nach Auskunft des Bundesinnenministeriums von Frau Faeser leben in Deutschland 190.000 ukrainische Männer im wehrfähigen Alter. Und nach der europäischen Statistikbehörde Eurostat sind es in Gesamteuropa 650.000 wehrfähige ukrainische Männer. 650.000. Nun hat gerade der neue ukrainische Verteidigungsminister einen Appell losgelassen, weil er 450.000 neue Rekruten ausheben will für den Krieg, für den Abwehrkrieg gegen den russischen Angriff auf die Ukraine. Selenskyj hat übrigens gesagt, noch nicht entschieden, ob er diese Forderung bewilligen wird, die ja auch sehr teuer würde für die Ukraine. Lassen wir das. Unser Bundesjustizminister Marco Buschmann, der hat gesagt, wir werden doch Menschen nicht in den Kriegsdienst zwingen. Das machen wir ja in Deutschland nicht, also warum sollten wir das mit Ukrainern machen, die hier sind? Ich finde, so einfach geht es nicht. Wie würden wir uns dann verhalten, wenn Russland uns angreifen würde, was ja immerhin bei Militärstrategen ein mögliches Szenario ist in 6 oder 7 Jahren? Würden wir dann auch sagen, wir zwingen keine Menschen in den Kriegsdienst, wenn ein Land angegriffen würde? Das ist aber genau die Situation in der Ukraine. Es handelt sich um Deserteure. Das kann man nicht anders nennen als das. Und außerdem wäre es doch im deutschen Interesse. Es wird immer gesagt, in unserem Interesse ist, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert gegen Russland. Manche sagen sogar, es ist in unserem Interesse, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Und gleichzeitig antworten wir auf den Appell des ukrainischen Verteidigungsministers Umirov, doch bitte dafür zu sorgen, dass die in Europa sich aufhaltenden ukrainischen Männer in die Ukraine zurückkommen, damit, dass wir sagen, nö, da machen wir nichts dran. Wir tragen noch nicht mal diesen Appell mit. Wäre das nicht auch im deutschen Interesse, das zu tun? Was würde eigentlich passieren, wenn eines Tages die Ukrainer anfangen, Auslieferungsersuchen zu stellen an den deutschen Staat, damit diese 190.000 ukrainischen Männer, die sich bei uns aufhalten, zurückgeschickt werden? Und was ist eigentlich mit dem Bürgergeld, das Ukrainern gezahlt wird? Wäre es nicht an der Zeit, das wenigstens für die ukrainischen Männer im wehrfähigen Alter zu kürzen? Wollen wir sehen, ob die Regierung uns darauf Antworten gibt. Einfach dieses Thema wegzuschwurbeln, das wird nicht länger funktionieren. Selbst jemand in den Fuß geschossen hat oder Hand Finger abgeschossen hat und so weiter, nur als er heimkam zum Überleben. Aber wenn das rausgekommen ist, die sind erschossen worden. Wissen Sie das Und sicher? Also ich meine, dass die erschossen worden sind. Wurden die wirklich erschossen? die sehr wahrscheinlich wurden jetzt Chancen. Ich habe das erlebt, wie ich nachher in Genesungsurlaub war nach Stalingrad in Frankreich, war ich wieder in einer Ersatztruppe. Und da hatten wir auch einen, der ist mit dem Fahrrad geflüchtet, der wollte nach Spanien, der wollte Priester werden und war als Soldat gar nicht geeignet. Ja, also der war nicht fertiger Priester, der war. Und der hat Angst gehabt vor dem Schießen und der ist mit dem Fahrrad nach über die spanische Grenze, hat er zu mir gesagt. Ich schalte es nicht aus hier, ich will nicht schießen. Und den haben sie geschnappt an der spanischen Grenze. Der ist zu uns gekommen und der musste von uns erschossen werden, von seinen Kameraden. Und wir haben ja alles so gut. Also, ich nehme an, dass es an der Front genauso war. Aber ich habe es bloß nicht erlebt da. Aber ich habe es erlebt nachher. Aus dem stillen Raum.
gib mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Bezirke schwer getroffen.